Ich bin heute bei OC in Düsseldorf und mir wird heute gezeigt, wie man von dieser lichten Haarsituation zu dieser kommt und das in nur 15 Minuten. So, im Badezimmer angekommen, Alessandro. Jetzt würde ich sagen, zeig doch mal, wie es bei dir oben auf dem Kopf aussieht. Sehr gerne. Ja, meine Haarsituation sieht so aus, dass ich stabile Geheimratsecken habe an beiden Seiten und sich hinten eine Tonsur bildet und allgemein sehr diffuses Haar, wenig Stabilität. Und ja, so sieht es aktuell bei mir aus. Okay, dann zeig doch mal, wie du jetzt startest mit dem Haarstyling. Ja, erster Schritt, Haare waschen. Da auch Tipp von mir, mit kaltem Wasser gibt dem Ganzen noch mehr Volumen und Halt. Und das machen wir jetzt als erstes. Okay. Let's go. Haare sind gewaschen. Wie geht es jetzt weiter mit Step Nummer 2? Ja, als erstes Haare föhnen, ausreichend Wärme dafür. Als Grundierung Nummer 1 für mein Styling nutze ich ein Seasalt Volume Spray. Da kriege ich einfach viel mehr Volumen rein und Griffigkeit, die ich dann für meinen späteren Style benötige. Das Spray verwende ich auch gerne für meine Seitenhaare. Gibt Halt, da reichen 3-4 Pumphübe und dann mit dem Föhn anfühlen. So, Haare sind gewaschen, Haare sind geföhnt, jetzt hast du auch ordentlich Volumen in den Haaren. Wie geht's jetzt im dritten Schritt weiter? Ja, als erstes kümmere ich mich um das Kaschieren meiner Geheimratsecken. Dafür verwende ich den Hair Fiber Pad. Das sind kleine Baumwollflocken und mit diesem Schwamm kann ich das Produkt aufnehmen und dann perfekt meine Geheimratsecken kaschieren. Die Farbpartikel setzen sich nicht nur aufs Haar, sondern natürlich auch überwiegend auf die Kopfhaut. Genau, richtig. Und das ist das Wichtigste beim Haarausfall, dass du deine Kopfhaut quasi färbst. Denn ohne die Farbe sieht man halt die helle Haut, die natürlich auch nicht durch die Sonne pigmentiert ist. Und dann sieht man das diffuse Haarbild und jetzt habe ich keine Geheimratsecken mehr. Wahnsinn, so schnell kann man Geheimratsecken kaschieren. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem eigentlichen Styling? Ja, als Styling verwende ich als erstes einen Matte Volume Wachs. Mhm. Und das Wichtige an diesem Produkt ist, es hat ein mattes Feeling, hält das Volumen, aber trotzdem einen seidigen, angenehmen Glanz. Ich habe gesehen, du hast auch eine ganz spezielle Technik, so wie du die Haare zur Seite drehst. Genau. Also mit der Volumenbürste habe ich ja gerade das Volumen reingebracht und jetzt ziehe ich mir die Haare so ein bisschen davon, damit man ja auch die Geheimratsecken kaschiert. Mit dem Wachs ist das gar kein Problem. Ich kann es auch mehrmals machen, es ist modellierfähig. Ich kann es jetzt in die Front ziehen, jetzt sieht man die Geheimratsecken nicht mehr, wie du siehst. Ich style mir die Haare komplett fertig, bevor es weitergeht. Also als wäre ich jetzt quasi komplett durch, obwohl man natürlich, wie du auch hier hinten siehst, noch die lichten Stellen sieht meiner Tonsur. Um die kümmern wir uns gleich. Okay, weiter geht's mit dem Schütthaar. Ich denke mal, das ist vielen Leuten bekannt, die lichte Haare. Haben. Hast du eine bestimmte Vorgehensweise, wie du das Ganze aufträgst? Genau, also du sagst es schon richtig, Schütthaar. In unserem Fall ist es aber hier ein Produkt mit einem Push-Button. Dadurch kann ich es perfekt dosieren. Das Badezimmer wird auch nicht dreckig. Ich kann genau an die entsprechenden Stellen das Produkt auftragen. Effizient, schnell. Das Schütthaar legt sich nicht nur auf die Haare, sondern tatsächlich dann auch auf die Kopfhaut. Genau, das sollte reichen. Nehmen wir uns einen Spiegel und streichen das Produkt durch die Haare. Kann man auch mit den Fingern machen, wie man möchte. Wichtig natürlich vorher, dass man sich die Haare gestylt hat. Weil wenn man jetzt nochmal mit Produkten reingeht, dann kann es sein, dass man das Cotton Hair Fiber wieder aus dem Haar entfernt. Und jetzt habe ich eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Merke auch, wie Volumen drin ist. Kann auch nochmal vorne reingehen, das Produkt nach vorne ziehen und habe einfach diesen vollen Effekt. Habe keine Stellen mehr, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, noch Kopfhaut sehen zu können oder ansatzweise Haarausfall. So, Geheimratsecken sind kaschiert, der Tonsurbereich ist kaschiert, deine lichten Haare sind nicht mehr sichtbar und die Haare sind gestylt. Und ich nehme an, jetzt geht's weiter im Abschluss mit dem Finish. So sieht's aus. Dafür verwenden wir ein Strong Fixing Spray. Mhm. Das ist ein Haarspray, was ich super rauskämmen kann, wenn ich mal zu viel Produkt verwendet habe, aber es hat einen bombastischen Halt, ohne dabei zu verkleben. Beim Haarspray, ganz wichtig, gute Distanz. So wird das Schütter natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen fixiert. Genau, richtig. Und es isoliert einfach komplett und dadurch ist das Produkt auch im Haar da, wo es hingehört und kann jetzt nicht zum Beispiel jetzt auf dem Kopfkissen landen. Ich kann jetzt auch durch den Regen laufen, habe da kein Problem, das Schütthaar oder allgemein die Produkte gehen jetzt nicht sofort raus. Also wir haben jetzt hier wirklich ein Haarspray, was super isoliert, aber trotzdem noch flexibel ist. Du siehst es gerade, ich kann hier durchgehen, ohne dass sich weiße Krissel bilden. So, ich habe jetzt mal mitgezählt. Ich glaube, wenn man das Waschen ausklammert, dann haben wir eine 6-Step-Tutorial, wie du deine Haare jetzt aktuell stylst. Wie lange brauchst du dafür, jeden Morgen? Ja, ich brauche morgens so 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie gut die Haare liegen, aber länger eigentlich nicht. Okay. Also ich bin mir sicher, dass es auch auf meinem Kanal etliche Leute gibt, die unter Haarausfall leiden und lichtes Haar haben. Was könntest du denen jetzt für das Styling noch mit auf den Weg geben? Was waren deine besten Takeaways? Also am Anfang habe ich ja schon gesagt, das Thema kaltes Wasser ist super wichtig. Mhm. Dann einen starken Föhn mit viel Power. Nicht zu viel Hitze, aber ordentlich auch Wärme. Und als letzten Tipp natürlich die Reihenfolge der Produkte. Und bei fortschreitendem Haarausfall ist eine Grundierung sehr wichtig, damit ich überhaupt erstmal Volumen reinbekomme, bevor ich Produkte wie Wachs, Haarspray und Co. verwende. Alessandro, dann sage ich an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank für die vielen Informationen, die du uns heute gegeben hast. Ich denke mal, da konnten viele Leute etliches rausnehmen und alle Informationen zu den Produkten unten in der Box. Mein Lieber, hat mich gefreut. Danke. Sehr gerne.